Wenn der Mensch seine Zukunft plant, so ergreift er jede Möglichkeit, seine Zukunft zu gestalten. Wir gehen Wege, um letztendlich erfolgreich zu sein. Wenn wir uns darum bemühen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, erstellen wir eine Bewerbung mit dem besten Bild von uns, gutem Papier, in einer schönen Mappe und wählen die beste Formulierung, um gut dazustehen. Bekommen wir einen Termin zu einem Bewerbungsgespräch, einem Interview mit dem zukünftigen Arbeitgeber, bereiten wir uns intensiv darauf vor. Wir üben die richtige Wortwahl, kleiden uns schick und bereiten uns auf die bevorstehenden Fragen vor. Doch lass mich dir eins sagen, mein geehrter Bruder und meine geehrte Schwester. Es gibt ein Interview, ein Treffen, dessen wir uns gewiss sein sollten. Diesem Interview können wir nicht entfliehen. Dieser Termin steht schon fest, unabhängig davon, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es mögen oder nicht. Diese Begegnung wird kommen. Die Vorbereitung auf dieses Treffen war dein Leben. Bei diesem Treffen klopfst du nicht an die Tür und bittest um Einlass. Nein, du wirst mit deinem Namen gerufen. Es ist ein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ich betone es nochmal. Mit Allah subhanahu wa ta'ala, dem Schöpfer der Himmel und Erde. Dieses Interview entscheidet über deine wahre Zukunft, Hölle oder Paradies. Es ist egal, welche Abstammung du angehörst, welche Hautfarbe oder welchen Rang du hast und wie reich du warst. Ob du als König oder als Sklave dein Leben verbracht hast. Du wirst vor dem Allmächtigen stehen, fest am Boden geklammert, ohne fliehen zu können. Der Allgerechte fragt dich aus und du wirst keine Wahl haben. Ibn Umar überliefert, dass Ibn Mas'ud sagte: Am jüngsten Tag werden beide Füße des Dieners bleiben, bis er über 5 Dinge befragt wird. Über dein Leben und wie du es verbracht hast, über die Jugend und wie du sie genutzt hast, über den Besitz und woher du ihn erlangt hast und wofür du ihn ausgegeben hast. Wie verbringen die meisten Leute ihr Leben? Seien wir ehrlich, ist es nicht Spiel, Spaß und das Abmühen nach noch mehr Besitz, das Anhäufen von Gütern? Von Allah subhanahu wa ta'ala abgewendet, überall Chaos, wohin man schaut. Ein Wetteifern nach Status und Position. Und subhanallah, ist es nicht so, dass wir unsere eigene Identität vergessen haben? Menschen nachahmen, die wir nur aus dem Fernsehen und dem Internet kennen? Die Jugend, abgetaucht in eine virtuelle Welt, eine digitale Dimension, weit entfernt von der Realität, weit entfernt von der Wirklichkeit. Sehen und gesehen werden, Partys, Alkohol, Zina und das Eifern nach Reichtum. Falsche Prioritäten, die einen von Allahs Ermahnung entfernen. Ihnen wird suggeriert, Egoist zu sein ist etwas Gutes. Individuell zu leben verspricht Erfolg und Reichtum. Es scheint fast so, als ob sie mit dieser Irreführung Erfolg haben. Allah subhanahu wa ta'ala erzieht den Menschen mit dem Islam. Unter dem Schatten des Koran wird die Jugend geschützt. In der Jugend hat man die meiste Kraft. Man ist engagiert und motiviert. Du wirst über deinen Besitz gefragt. War das auf dem Wege von Haram? Habe ich gelogen, betrogen, gestohlen, bestochen, manipuliert und unrechtmäßig erworben? Wurden Zinsgeschäfte getätigt? Wir werden darüber befragt werden. Wie habe ich es ausgegeben? Habe ich ein Leben in Saus und Braus vollbracht? Und wir sehen, wie die meisten ihren Besitz ausgeben. Ein Leben im Streben nach dem Besten. Wir sind nicht mit einem Handy zufrieden, benötigen sofort das Neueste und Beste, obwohl das Alte noch funktioniert. Dieses Verlangen kontrolliert uns. Wir verschulden uns, nehmen Kredite mit Zinsen auf, um uns eine Immobilie leisten zu können oder ein teures Auto. Nur damit man mit der Gesellschaft auf einem Level ist. Zu welchem Preis, subhanallah? Und das Erworbene wird nur ausgegeben, damit der Nafs befriedigt wird. Hin und wieder wird mal was gespendet, um sich ein ruhiges Gewissen zu geben. Wie soll man antworten? Und wenn du, mein geehrter Bruder, meine geehrte Schwester, nicht antworten kannst, so sprechen deine Körperteile. Sie sind an jedem Tag die Zeugen. Nicht nur, dass die Engel, die uns ständig begleiten, aussagen werden. Sogar die Zunge, die Hände und die Beine werden über einen aussagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, heute versiegeln wir ihnen ihre Münder, ihre Hände werden zu uns sprechen. Und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Wir werden alle an diesen Punkt kommen. Wir werden dort stehen, schweißgebadet, unwissend, was auf einen zukommt. Wir sollten uns auf dieses Interview mit Allah subhanahu wa ta'ala vorbereiten. Wir sollten stets darüber im Klaren sein, dass dieser Tag eintreffen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala
uns Yawm al-Qiyamah in seine Barmherzigkeit aufnehmen und uns die Abrechnung vereinfachen, sodass wir inshallah unser Buch der Taten in die rechte Hand bekommen. Allah.